Hallo, meine Lieben. Schaut mal, was mit meinem Schminktisch los ist. Da sieht's aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und das wird sich auch im Laufe dieses Videos nicht ändern. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn ich meine Schminksammlung mal wieder umräumen, umsortieren möchte, dann zieht sich das immer über Wochen. Ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mal hier so ein bisschen mit durch das Chaos. Wir werden bestimmt gemeinsam auf Produkte stoßen, zu denen ich euch noch nichts gesagt habe. Ich habe hier so ein paar. Ups, das kann ich eigentlich mal da hoch tun. Ich habe hier so ein paar LE-Sachen aus der Drogerie noch und ja, dachte, da können wir mal so ein kleines bisschen drüber sprechen. Manches kennt ihr auch schon. Da hinten zum Beispiel sind von Viseart meine Paletten. Ich wurde da letztens zu gefragt, deswegen sage ich noch mal was dazu. Ich habe drei Blush-Paletten und drei matte Lidschattenpaletten und zwei mit Schimmer. Die matten Farben finde ich grundsätzlich qualitativ besser als die Schimmerfarben. Also bei den Schimmerfarben finde ich, also erschließt sich mir der Wert, den man dafür ausgeben soll, irgendwie überhaupt nicht. Also regulär kostet so eine Palette ja, glaube ich, 73 Euro. Die Schimmerpaletten, die würde ich mir nicht mehr kaufen. Die Blush-Paletten finde ich super. Die benutze ich auch sehr oft. Die benutze ich auch gerne als Lidschattenpaletten, weil da sehr viele matte Töne drin sind. Und die matten Paletten, die finde ich qualitativ auch wunderbar. Ich habe mir halt die Paletten nie zum vollen Preis gekauft, aber trotzdem, heutzutage bekommt man für das Geld gleichwertige, bekommt man für weniger Geld gleichwertige Qualität. Das war damals, wie sich das anhört, das war damals noch nicht so. Aber wenn man jetzt eine matte Palette sucht, würde ich immer zu Kat Von D raten wollen. Ich habe die mir in Deutschland bestellt, ganz normal über Sephora Kaufhof. Die kostet, glaube ich, also bei Sephora Frankreich kostet sie 45. Sephora Frankreich hat heute übrigens auch 25% Rabatt, aber ich glaube nicht auf Kat Von D. Ja, das ist die klassische. Ich habe auch eine bunte Palette von Kat Von D, die Metal Matte. Zu der habe ich ein Swatch-Video, aber das war eine limitierte Palette. Also ich kann es euch trotzdem gern unten verlinken, das Video. Da finde ich die matten Lidschatten in der Qualität auch gut, aber die hier sind besser. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, ob es die damals schon gab. Ich glaube schon. Und ich habe noch mehr Farben von Kat Von D. Wahrscheinlich geht jetzt ein Aufschrei durch die Mengen, aber ich habe auch diese kleinen Quattros von Kat Von D, da gibt es vier Stück. Und ja, ich habe die depottet. Das hier in der Mitte ist ein NYX Quattro, dieses rote. Ich glaube, das kennt ihr bestimmt auch. Ich habe die depottet. Warum? Weil die Lidschatten super, super einfach sind. Gerade auch, wenn man im Stress ist. Die nehmen einem einfach die ganze Arbeit ab. Also ihr müsst da wirklich nur kurz übers Auge wischen und alles ist schön verblendet. Und wenn ich Stress habe, dann popel ich aber nicht vier unterschiedliche Quattros auf, um zu gucken, wo die Farbe drin ist, die ich gerade zufällig brauche. Oder ja, also ich hatte einfach immer Stress aufgrund der Verpackung mit den Dingern. Und bei Lidschatten, da bin ich manchmal nicht so. Es tat zwar im ersten Moment schon ein bisschen weh, das Ganze kaputt zu machen, aber ja, ich benutze die seitdem wirklich jeden Tag und bin froh, dass ich es gemacht habe. Trotzdem finde ich die Verpackung wirklich, wirklich schön. Dann habe ich hier, ich glaube, ich krieg's gerade einfach nur nicht auf. Ich habe hier noch von Tarte diese Blush-Palette, dieses Weihnachts-Blush-Gedöns. Ich glaube, da gibt es auch noch ein großes Ding. Das ist die kleine. Ich habe bisher noch nichts gehabt von Tarte und ja, ich finde die Blush ist richtig gut. Ich habe die oben liegen, dass ich sie benutze. Da sind halt verschiedene Farben drin. Da sind auch zwei Highlighter-Töne drin. Ja, wie gesagt, ich kriege sie, glaube ich, gerade noch nicht auf. Also wegen den Highlightern würde ich sie mir jetzt nicht kaufen, aber die Blushes. Ah, ich habe es offen. Aber die Blushes sind schön. Da ist so eine Folie dazwischen, die lasse ich auch dazwischen. Ich glaube nur, das spiegelt jetzt hier so ein bisschen. Ja, ihr seht ja schon, also da ist für jeden Geschmack was dabei. Und ja, das ist ein Highlighter-Ton und das hier. Und ja, nee, aber die finde ich gut. Die ist auch nicht so groß. Wenn ihr mal guckt, das ist so eine MAC-Leerpalette. Ganz so riesig ist das Ding nicht. Nee, finde ich sehr gut. Ja, hier ist meine, hier diese Hourglass-Palette jetzt hier, diese Weihnachtspalette da. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ja, schön schmutzig ist es auch. Das ist hier gerade natürlich nicht das beste Licht, aber der Unterhaltungsfaktor war mir jetzt mal wieder wichtiger. Die kennt ihr schon aus meinem Haul-Video. Die habe ich mir jetzt gerade auch rausgelegt, eben um sie zu benutzen. Und ja, ihr seht es vielleicht schon, ich wollte mal mit Paletten
mit so Gesichtspaletten anfangen beim Aufräumen. Aber die habe ich heute komplett benutzt. Das hier als Settingpuder, das hier als Highlight, wobei mir das ein bisschen zu wenig war noch. Ja, Blush, da gefällt mir das hier ein bisschen besser als das. Und ja, der Bronzer, mit dem kann man halt überhaupt nicht konturieren. Der ist echt nur zum Bronzen geeignet. Und ja, das hier könnte man vielleicht auch noch als Settingpuder nehmen. Habe ich, glaube ich, gestern gemacht. Ja, nee, finde ich cool, die Palette. Ich habe mir heute bei Sephora Frankreich übrigens auch was von Hourglass bestellt. Diese Metallic-Dings da und noch ein einzelnes Produkt. Ethereal Light oder wie das heißt. Ich glaube, das ist hier nicht, das ist hier nicht drin. Nee, und in der Dreierpalette auch nicht. Ich wollte mir zuerst nochmal eine zweite Ambient Lighting Palette bestellen. Dann dachte ich, komm, lass gut sein. Hier habe ich eine Palette, über die wird irgendwie nie gesprochen und ich finde die richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die war limitiert. Ich habe sie aber noch gesehen. Von Smashbox die Spotlight Palette in Pearl. Es gibt zwei Nuancen. Das ist die hellere. Ich habe damals in Review-Videos gesehen, dass die hellere besser sein soll. Ich habe die mir bei Douglas damals bestellt. Ihr seht doch, dass die benutzt wird. Der rechte Ton außen, der ist ein bisschen glitzerig. Der ist auch laut Hersteller als Topper gedacht für die anderen beiden. Und die finde ich richtig schön. Nicht richtig, richtig schön. Dann geht es hier weiter. Art Deco, das ist eine Leerpalette. Da habe ich was depottet. Und zwar habe ich von Jouer Cosmetics mir vor Ewigkeiten mal aus der Mermaid Collection so eine Creme-Highlighter-Geschichten bestellt. Ich dachte damals, das wären normale Highlighter und dann waren es halt Creme-Highlighter. Damit ich die leer mache, habe ich die mir depottet und lege die mir jetzt auch immer oben raus, weil in den einzelnen Pfännchen hatte ich es zwar auch schon rausliegen gehabt, aber oder draußen liegen gehabt, aber es hat nie funktioniert. Ja, das sieht heute alles ein bisschen eklig aus, sorry. Ich habe gedacht, so für so einen cozy Abend ist es doch eigentlich das perfekte Video. Ja, dann hier die drei Sleek-Paletten, die Highlighter-Paletten. Ich glaube, zu denen muss ich nicht viel sagen. Die machen richtig Bums. Ich glaube, ich muss das irgendwie nur woanders hinlegen, sonst kriege ich das hier alles gar nicht auf. Egal. Das hier ist eine NARS-Palette. Von NARS habe ich nicht allzu viele Sachen. Ich glaube, ich habe von NARS ein. Doch, ich habe noch ein Blush. Jesus, wie heißt denn das jetzt? Super Orgasm Blush und das Crystal, ich will immer sagen Crystal Meth, piep, dieses Crystal Setting Puder in gepresst und in lose. Da finde ich das gepresste Horror, das lose ist gut. Ja, hier ist der Inhalt zu sehen. Da sind zwei Bronzer drin. Das oben ist der Laguna Bronzer. Ihr seht auch, dass ich die ganz gut benutze. Die Highlighter finde ich jetzt so semi-gut. Also irgendwie sind die mir zu subtil. Man kann die zwar auch irgendwie aufbauen, aber ja, bei den Highlightern fehlt so ein bisschen meine Liebe dazu. Also da nehme ich dann lieber Ambient Lighting Puder. Aber der Bronzer ist toll. Mich hat letztens jemand gefragt, ob ich da überhaupt gescheit reinkomme. Irgendwie schon. Also ich kneife da mal so meinen Pinsel zusammen und gehe dann da so rein. Also das funktioniert wunderbar. Ja, da hatte eine Freundin 30% bei NARS, deswegen habe ich sie mir bestellt damals, sonst hätte ich sie mir nicht. Zum vollen Preis wäre mir das zum Ausprobieren einfach zu viel gewesen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, bei mir ist das ja alles schon längst auf einem Niveau, wo man nur noch von Ausprobieren sprechen kann oder von Neugier. Die Palette finde ich auch richtig gut. Das ist von NYX, wie ihr seht, die Strobe Genius Palette. Ja, die gibt auch ordentlich Bums ab, wenn man möchte. Models Own Sculpt & Glow, da hatte ich bei Douglas mal eine Bestellung gehabt von Models Own und das ist das einzige Produkt, das nicht kaputt bei mir angekommen ist. Ich habe da auch einzelne Highlighter bestellt und Lidschattenpaletten. Und das Ganze sogar mehrfach. Also ich habe es dann nochmal versucht, nachdem meine erste Bestellung zerbröselt angekommen ist. Aber alles kam kaputt an, bis auf diese Palette. Das rechts ist ein Cremeprodukt, Mitte und links ist, ja, ich bin auch noch da. Mitte und links ist ein Puderprodukt, ist ganz nett. Ja, die einzelnen Highlighter wären mir lieber gewesen, aber vielleicht hattet ihr ja Glück. Wenn ihr so ein Ding mal heile erwischt habt, dann sagt mir Bescheid. Also ich habe echt 3, 4 Mal bestellt und immer war alles kaputt. Dann hier von Love, da habe ich ja auch schon ein paar Mal was zugesagt, diese beiden Paletten. Ich finde, Love ist eine Marke, da muss man sich so ein bisschen, ich habe es jetzt letztens erst gesagt, so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Also bei Lippenprodukten bin ich raus, weil ich,
guck bei den meisten Marken als allerletztes nach Lippenprodukten, weil ich mich immer so für so viel anderes interessiere. Und da bleiben die Lippenprodukte immer auf der Strecke. Ich hatte zuerst nur die und dann auch die. Bei Flaconi kann man sich Love-Produkte bestellen. Das habe ich gemacht. Da gibt es auch immer wieder Prozente drauf. Deswegen, wie gesagt, habe ich die zwei Sachen. Ich glaube, da kostet nämlich so ein Ding zum vollen Preis 18 €, 20 €. Die hier habe ich zu meiner Schande, muss ich gestehen, noch gar nicht benutzt. Aber da fand ich die Farben total schön. Und nachdem ich die hier so gut finde, dachte ich, kann die andere ja auch nur gut sein. Ihr seht schon, die ist auch schon ordentlich benutzt. Das Highlight in der Mitte, das geht auch richtig ab. Ich benutze die auch manchmal wirklich nur ausschließlich. Das dann als Bronzer, das dann so ein bisschen als Strobing Powder, dann noch ein Blush dazu und dann das als Highlight. Richtig cool. Mag ich richtig gerne. Dann von Urban Decay die Afterglow Palette. Hier muss ich sagen, ja, es geht so. Also ich finde, für unseren Teint sind die Farben ein bisschen schwierig. Wenn man ein bisschen dunkler ist, kann man da mehr rausholen, ist meine Meinung. Also ich muss die auch immer, also ich benutze die eigentlich, wenn ich weiß, dass ich die Palette benutzen will, nehme ich drunter immer einen Creme-Highlighter, damit es richtig gut rauskommt. Und ich mache den Pinsel feucht. Ist schon gut, aber auf europäischer Haut finde ich die ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, Urban ist ja extra auch für, möchte ja ein breites Hautspektrum bedienen auch. Und ja, ich finde, für unser Eins ist die so ein bisschen, hab ich Besseres, sagen wir mal so. Was haben wir hier? Ja, das hier, das liegt hier, weil es kaputt ist und auch fast leer. Das ist der Illuminizer von Urban Decay. Da habe ich meinen zweiten schon. Ich glaube, ich werfe das jetzt weg. Da kommt nicht mehr viel raus. Oder ich hebe es auf. Was meint ihr, soll ich es aufheben? Ich hebe sowas manchmal auf, so Boxen. Na, um mir da dann halt irgendwann, wenn mal was kaputt geht, dass ich da was reinpressen kann. Aber ich glaube, ich werfe es weg. Ich glaube, ich werfe es weg. Den Illuminizer finde ich richtig, richtig cool. Den könnt ihr halt, wie gesagt, ganz großflächig auftragen. Ich nehme den auch manchmal als Settingpuder und der mattiert irgendwie, macht Glow und verfeinert das Hautbild. Also gut, mattieren tut er als allerletztes, aber da könnt ihr schichten und draufknallen und es geht euch halt nicht, also es vergrößert halt die Poren nicht und ja, aber ich glaube, der fliegt jetzt raus. Der fliegt raus. Hier, ihr habt es bestimmt schon entdeckt. Ja, ich habe meinen so großen Turm mit Jeffree Star Skin Frost Highlightern depottet und er ist so klein jetzt. Ich muss einfach nur noch, also ich wollte mir eigentlich so eine CD-Aufbewahrungsmappe kaufen und die dann wie so CDs da reinschieben. Ja, damit ich sie benutze einfach. Ich muss mich da manchmal selber austricksen, weil ja, das sind auch Produkte, die würde ich gern benutzen, wenn ich sie mir irgendwie, ja, alltagskompatibler hinbekomme. Wo tue ich denn das jetzt hin? Das tue ich jetzt mal dahin. Da oben übrigens mein All-Nighter. Das benutze ich jeden Tag. Ich nehme immer zuerst Fix Plus als Verschmelzungsprodukt und danach das All-Nighter. Heute habe ich das D-Slick benutzt, weil ich so viel Glow auf der Haut habe. Hier ist mein Backup-Primer, der Backlight-Priming-Filter. Der steht hier, damit der Rest nach unten fließt. Ihr seht, der ist fast leer. Ich habe aber schon Backup. Hier habe ich MAC Pinselreiniger drin. Hier ist von Art Deco ein Nagelkleber und da hinten ist ein Pröbchen aus meiner Bobbi Brown Bestellung gewesen. Von dieser Creme habe ich schon total viel gehört. Das ist hier, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ugh. Und ich bin voller Highlighter. Hydrating Face Cream. Ja, ich glaube, das ist doch das, was Jeffree Star mal irgendwie als Primer immer irgendwie so benutzt hat, keine Ahnung. Also das muss ich auf jeden Fall sauber machen und dann mal gucken. Bei Bobbi Brown habe ich Folgendes bestellt während dem Black Friday. Das ist hier so eine Trio-Palette. Da fand ich die Schachtel so schön. Deswegen wollte ich die mal aufbewahren und fürs Video habe ich es offen gelassen. Hier, das ist die Trio-Palette. Ich glaube, die gibt es nur online. Und Bobbi Brown hatte 20% und deswegen habe ich bestellt und ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich bei Bobbi Brown so eine kleine Schwäche habe. Ich habe ganz, ganz viele Bobbi Brown Highlighter. Vielleicht zeige ich die auch irgendwann mal. Normalerweise mache ich das ja auch immer weg, dieses Teil. Ich lasse das jetzt irgendwie mal.
Irgendwie mal dran, ich bin gerade so ein bisschen sentimental. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass Weihnachten kommt. Ich habe keine Ahnung. Das hier muss ich noch umsortieren. Da nehme ich euch einfach mal mit und sage ein bisschen was dazu. Das sind von Urban Decay die Liquid Moon Dust Eyeshadows. Das sind alle Farben, die es gibt. Natürlich. Und ja, da muss ich sagen, die sind, finde ich, in der Qualität unterschiedlich. Diese beiden hier, ich glaube, der eine heißt Chemtrail und der andere heißt, ach, schieß mich tot. Recharged heißt der lachsfarbene und Chemtrail der andere. Die sind so ein bisschen grob. Also die finde ich, die sind besser als Topper, wenn man die dann noch mal als Topper drüber macht, weil die recht groben Glitzer haben. Diese beiden sind ja, also die nehme ich gerne als Base hier, den blauen und den lilanen. Jetzt fokussiert es nicht richtig. Was ist das hier? Ja, der. Welcher ist denn das jetzt hier? Bin ich hier gerade verwirrt. Ja. Die beiden, die sind mega cool. Ich glaube, das sind auch die berühmtesten Puder Moondust Lidschatten. Zodiac und Solstice. Die gibt es auch schon super lange, die Farben als Puder-Lidschatten. Diese beiden, wie gesagt, gibt es auch als Puder-Lidschatten. Und da sieht es halt richtig cool aus, wenn ihr das als Base benutzt und drüber dann den Puder-Moondust, dann ja, knallt es halt mal richtig raus. Hier, diese beiden, die haben, finde ich, irgendwie die meiste Farbbasis. Also, wenn man was alleine auftragen möchte, finde ich die zwei eigentlich irgendwie am schönsten. Ja, diese bräunlichen da und die gehen auch alleine. Hier habe ich, das ist eine Mascara mal gewesen, ist so ein Glitter-Topper von Trended Up. Das mache ich auch ganz oft, wenn es irgendwo Glitzer-Mascaras gibt, auch manchmal so bei, weiß ich nicht, so im 1-Euro-Laden. Dann benutze ich das entweder als Basis für loses Glitter auf dem Auge oder ja, ich tupfe es mir halt einfach irgendwie dann nochmal auf mein Augenlid. Als Glitzer-Mascara benutze ich sowas nie und es funktioniert auch wunderbar mit dem. Ich glaube, das war auch sowas ähnliches. Nee, das ist ein Glitterliner von Kiko, aber den finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Das hier gibt es aktuell noch. Das ist ein Lipgloss aus einer P2LE, genau, Galactic Beauty. Viele haben sich da, glaube ich, von euch das Blush gekauft. Oder eins der Blushes. Ich habe mir ein Lipgloss gekauft. Vielleicht kann ich es. Ich will es gerne mal auf dem Auge benutzen. Ich habe letztens schon Make-ups gemacht mit Gloss auf dem Auge. Sah super cool aus, aber ich würde maximal für 5 Stunden garantieren. Danach könnte es creasen. Und es geht auch nicht mit jedem Gloss gleich gut, habe ich gemerkt. Dann habe ich hier oben noch. Entschuldigung. Dann habe ich hier oben noch andere Produkte für die Augen. Das sind diese Lingeries für die Augen eben von NYX. Die finde ich auch gut. Allerdings auch nur als Base. Man muss hier auf jeden Fall setten. Also ich muss hier auf jeden Fall setten. Und ich mache auch immer drunter nochmal eine normale Base. Dann geht das. Sonst creasen die manchmal ein bisschen. Das sind die Teile da von Essence, diese Metal Shock oder wie die heißen. Da gibt es noch eine Farbe mehr, aber die ist total komisch. Irgendwie gibt nicht richtig Farbe. Ich glaube, das ist die berühmteste und auch irgendwie die schönste hier. Die anderen sind aber auch cool. Also die mag ich auch super gerne. Die benutze ich aber auch immer nur als Base. Also da gebe ich auch immer noch einen Puderlidschatten drüber. Das hier sind von Urban Decay, diese Liquid. Weiß Liquid Lipsticks oder wie die heißen. Wie heißen die denn? Ja, gut, das sind eben diese Glitter-Topper. Also, das sind ja eigentlich matt antrocknende, wasserfeste Lippenstifte. Die mit dem etwas dunkleren Deckel sind die normalen Liquid Lipsticks. Die gibt es teilweise auch metallisch, aber es ist alles matt. Und das sind Topper, Glitzer-Topper, die auch matt sind, aber dann eben die Glitzerbrocken-Zeug da dann mitbringen. Ich hatte mir die gekauft, weil ich gedacht habe, das geht auch für die Augen. Muss ich sagen, ja, funktioniert irgendwie nicht. Also sieht nicht so gut aus, wie ich mir das gedacht habe. Und ja, weiß ich nicht. Also das hätte ich mir echt, das hätte ich mir sparen können, leider. Ja, das war das. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch so drin habe. Ich habe schon so ein bisschen angefangen, da aufzuräumen. Da oben habe ich Lipglosse drin. Lipglosse, die sich in meinen Handtaschen angesammelt haben. Ach nee, das war. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Hatte ich das nicht gerade eben dort?
nee, ich sehe gerade, es ist was anderes. Galactic Bluty, das ist ein Augenbrauengel, sehe ich gerade, was ich mir da mitgenommen hatte. Ein Augenbrauengel. Und das hier ist ein Lipgloss. Ach so, Augenbrauengel. Und das wollte ich als Glitzer nehmen. Okay. Jetzt bin ich im Thema. Und das hier ist dann ein Lipgloss. Dann habe ich hier von Trended Up noch so ein Plumping High Volume Lip Plumper Gedöns. Da wollte ich mal gucken, ob der so ähnlich ist wie der von Dior. Ich mag den von Dior irgendwie mehr, den Lip Maximizer. Nicht, weil es Dior ist, hier mag ich den Applikator nicht so dolle. Ich habe sowas halt meistens für unterwegs dabei. Ich finde den Applikator irgendwie meh und weiß es nicht. Da mag ich das hier noch lieber auch. Das ist von Art Deco, den habe ich früher mal benutzt, bevor ich den Lip Maximizer hatte. Wobei die mittlerweile auch einen haben mit Chili. Dann habe ich hier ein Lipgloss, die finde ich richtig cool. Da habe ich auch mehrere Farben davon. Von Isadora sind die. Die kosten, glaube ich, 10 Euro, sind in so einer Tube. Das finde ich so ein bisschen retro. Also ich finde das mit der Tube irgendwie doof. Aber die funktionieren zum Beispiel super auf dem Auge. Also das hatte ich immer auf dem Auge, wenn ich da so ein Gloss-Look da hatte und hier irgendwie da so Zeug, was sich in den Handtaschen halt irgendwie ansammelt, was man dann leer kriegen will. Und ja, weil ich muss da immer so ein bisschen, habe ich da jetzt hier zwei von drin? Nee, eins, das hat sich verschoben. Ja, dann habe ich hier das. Da oben habe ich noch so zwei Goodie-Sprays, die mal bei Bestellung dabei waren. Das sind so Primer-Sprays, eins von Love und das andere ist, glaube ich, von Smashbox. Muss ich auch mal gucken, wo ich das hin tue. Ich glaube, hier ist leer schon. Ah nee, da unten sind meine Kajalstifte drin aus der Drogerie. Hier habe ich jetzt mittlerweile meine Nagellacke drin. Ich benutze jetzt auch wieder Nagellack mittlerweile. Ihr seht schon, ich habe eine Vorliebe für Catrice Lacke. Ich habe nicht viele Lacke, also das war's. Und ich glaube, da unten noch ein, zwei. Ja, den habe ich mir jetzt neu gekauft von Manhattan. Mit dem wollte ich es nochmal probieren. Da habe ich auch, ich glaube, oben sind die. Da habe ich auch welche von. Ach, jetzt habe ich es im Hals. Da habe ich auch welche von Essence drin, diese Glitzerteile. Da muss ich sagen, entweder ich bin dafür zu doof. Beim ersten Mal auftragen hat es irgendwie funktioniert, aber seitdem habe ich mit denen immer Probleme, dass ich die mir wieder abkratzen kann vom Nagel. Also ich kann mir die abkratzen und dann kommt irgendwie alles wieder runter. Ich hatte mir da drei gekauft. Ich glaube, da gab es drei für zwei bei Rossmann. Ansonsten den allerbesten Topcoat der Welt übrigens, den habe ich hier. Der ist von Dior. Ja, ich weiß, teuer, aber für so einen Nagelvolltrottel wie mich ein Segen, kann ich euch sagen. Nicht den Gelcoat, sondern den normalen. Der ist auch besser als der von Chanel, aber der Basecoat von Chanel ist besser, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Da oben habe ich Sachen drin, die ich noch irgendwie aufräumen muss. Also hier seht ihr zum Beispiel das Pigment von Rival de Loup. Bei so Drogeriesachen habe ich immer das Problem, wenn ich die wegpacke, dann sind die weg. Und dann hole ich die auch nicht mehr raus. Ich habe hier, weil ich es so schön fand, von Rival de Loup aus der Nights to Remember LE das Strobing Powder gekauft. Ich hatte das davor auch schon im Swatch gesehen bei Nina, von Ninas Kosmetik. Ja, da habe ich des Swatches gesehen dazu. Und da hat mir auch der gemixte Swatch ehrlich gesagt so überhaupt nicht gefallen. Jedenfalls nicht als Strobing Powder-Gedanke. Aber ich fand es so schön. Und ja, und hier dazu habe ich euch einen Post gemacht auf Insta. Der Highlighter ist richtig cool. Iridescent Light Powder. Gibt es auch bei Flaconi, glaube ich, oder auch bei Douglas, wenn ihr Prozente abgreifen wollt. Ich gucke mal, ob ich es aufbekomme. Den habe ich am Aufsteller geswatcht auch und das Overspray geht dann natürlich weg oder beziehungsweise der Glitzer ist Overspray. Aber ich glaube, ich kriege es nicht auf. Sonst müsstet ihr mal alle bei mir bei Insta vorbeischauen. Da habe ich es geswatcht. Nee, ich glaube, ich kriege es gerade mit einer Hand leider nicht auf, aber der Highlighter drunter, der war richtig schön. Der hat mich so ein bisschen an Becca erinnert, an Champagne Pop. Ja, dann habe ich da oben noch eine Lidschattenpalette von Love. Meine einzige Lidschattenpalette von Love. Ich habe noch zwei, aus so einer LE habe ich noch zwei so Pigment-Lidschatten. Kriege ich die auch nicht auf? Wir gucken mal, ob ich sie aufbekomme oder nicht. Ivotion heißt die, glaube ich. Und ich habe sie mir, wie gesagt, bei Kosmetik, nicht bei Kosmetik for Less. Hi, ja, ich bin heute schon komplett
durcheinander. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich das nicht aufbekomme. Also so sieht's aus. Die gibt's aber auch bei DM und so. Ich finde, das ist die schönste Farbzusammenstellung. Das ist die 720, die Voted to Metallics. Die hat auch so ein Grün mit drin. Ach, das ärgert mich jetzt ehrlich, dass ich die nicht. Ah, doch. So, also hier seht ihr das schon recht gut. Und ich fand, dass die die schönste Farbabgabe hatte. Und ja, fand ich ganz schön. Dann habe ich da oben noch diesen Highlighter drin. Den habe ich noch nicht benutzt. Weiß ich auch nicht, ob ich den benutzen möchte. Von Essence. Da habe ich auch wieder überlegt, ob es sein muss oder nicht. Dann hier. Das hatte ich übrigens als Lidschatten drauf, diesen Grünton da unten, in einem Video, bei dem mich ganz viele gefragt haben, was ich für ein Augen-Make-up trage. Also als Lidschatten funktionieren die auch. Das hatte ich dann über einer Base, steht ja auch für Augen und Lippen und Wangen und so. Muss ich auch noch irgendwie gucken, wo ich mir das hinräume. Dann die Bratpfanne von Catrice, den Riesenhighlighter hier. Den finde ich ganz cool in Textur und Performance, aber ich muss bei der Farbe halt wahnsinnig aufpassen. Irgendwie macht mich die Farbe im Moment so ein bisschen grau. Also alleine geht der bei mir gerade nicht so gut. Aber der ist wirklich schön. Dann hier oben, das ist von Rival de Loup eine Palette, die es aktuell gibt. Die ist sehr ähnlich zu der vom letzten Jahr. Ich habe die nur mitgenommen, weil es 20% gab auf Rival de Loup. Und ich hatte dann noch einen 10% Coupon. Und da konnte ich dann irgendwie nicht. Da konnte ich dann nicht anders, ne? Jetzt ist da dieses Blatt drauf. Wir stellen uns das jetzt ohne dieses Blatt vor. So, ja. So ist das. Ich glaube, in der vom letzten Jahr waren auch mehr Farben drin, kann das sein? Also, ich glaube, wenn ich hier fertig bin, muss ich noch mehr aufräumen.